Peter Masks! Gecko und die Eisstadt. Hä? Was ist das? Eis? Aber es ist doch Hochsommer. Eiszapfen? Das war unglaublich. Hier ist rundum alles vereist. Alle rutschen und fallen hin. Aber nur bis zum Ende der Straße und dann hört das auf. Was ist da los? Heute Nacht finden wir es heraus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Yeah! Connor wird zu Catboy. Amaya wird zu Oilette. Yeah! Greg wird zu Das Gecko-Mobil kann an allem haften. Es wäre ideal für das Eis. Wie wär's mit dem Gecko? Nehmen wir den Eulengleiter. Wir sehen uns das Ganze von oben an. Guter Einfall, Eulette. Aber ich dachte, das Gecko-Mobil könnte. Na gut, wahrscheinlich haben Sie recht. Komm schon, Gecko. Zeit für unseren Einsatz. Schlimmer geworden. Die halbe Stadt ist eingefroren. Sogar Hunde und Katzen haben sich angefreundet, um sich warm zu halten. Wow. Was war das? Eulenaugen. Seht mal da drüben. Romeos Labor. Ui, das macht richtig Spaß. Ich wusste, dass Romeo dahinter steckt. Was ist das? Da vorne dran! Das sieht aus wie eine Eismaschine. Verfolge ihn, Eulette! Aha! Ich hab mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr Pyjama-Bubser auftaucht. Was treibst du da, Romeo? Das ist doch offensichtlich! Ich verwandle die Stadt in eine eisige Achterbahn für meinen neuen Laborschlitten. Weiter geht's! Gleich habe ich dich. Wenn es dir nur um eine tolle Fahrt geht, Romeo. Dann schiebe ich mit meinen Super-Gecko-Muskeln dein Labor auf seinen Rollen herum. Es geht nicht nur um Spaß haben, auch wenn es Spaß macht. Während ihr Tag-Dovis hier alle rumrutscht, reiße ich die Weltherrschaft an mich. Romeo übernimmt die Weltherrschaft? Ah, ist das steil! Flatternde Federn, ich pass nicht durch. Wir müssen landen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er noch mehr Dinge vereist. Es ist wirklich rutschig. Gecko. Oh. Hey, vielleicht könnte ich Romeo verfolgen, weil meine Füße richtig gut haften. Warte, Gecko. Ich habe einen Plan, der sicher funktioniert. Aber mit meinem Klebeplan könnten wir... Ich brauche dafür eure Hilfe. Zurück zum Eulengleiter. Dann muss mein Plan eben warten. Zuerst brauchen wir deine Eulenaugen, um Romeo zu finden. Dann deine Flugkünste, damit er mich und Gecko nicht entdecken kann. Eulenaugen! Da ist er! Wow!
Okay, Gecko, ich schleiche mich von unten ins Labor. Du krabbelst von oben rein. Dann übernehmen wir die Kontrolle, bevor Romeo überhaupt merkt, dass wir da sind. Super Katzensprung! Wow! War wohl nur der Wind. Catboy springt wie ein Panther auf das vereiste Rohr und klettert hinauf mit seinen Super... Mit seinen Super... Niemand besiegt Catboy. Warum hast du so lange gebraucht? Arme Miezekatze. Und jetzt runter von meinem Laborschlitten hoch. Catboy, pass auf! Kalt. Ich kann mich nicht bewegen. Lass mich hier raus, Romeo. Eulette, ich glaube, ich kann Romeo aufhalten. Schau. Jetzt nicht, Gecko. Komm zurück. Catboy, wie können wir helfen? Sorgt euch nicht um mich. Romeo, haut ab. Schnell, haltet ihn auf. Da könnt ihr nicht mithalten, ha, Pyjama? Och, wir sind zwar Superhelden, aber im Moment ist Catboy ein super Eisblock. Wir beide brauchen einen Plan, Gecko. Und zwar schnell. Ich hatte gerade vor, dir zu sagen, dass ich... Hey, ich weiß, was wir machen, aber ich brauche deine Hilfe. Aber mit meinem Plan könnte ich... Okay, was soll ich tun? Wow! Eulenflügel! Das ist besser. Okay, ich binde das am Labor fest und du verwendest deine Superkraft, um es anzuhalten. Ja, aber... Dann übernehmen wir die Kontrolle über die Eismaschine. Los, Gecko! Warte! Ha! Du versuchst, ein Genie wie mich zu überlisten, Spatzenhirn? Steckt in Schwierigkeiten. Flatternde, frostige Federn. Zwei kleine Eisblöcke sitzen auf Asphalt. Zwei kleinen Eisblöcken ist zu bitter kalt. Gecko, ich habe einen Plan. Warte, ich habe einen besseren Plan. Schlitternde Schlange. Hätte ich doch nur auf meinem Plan bestanden und meine eigenen Superkräfte benutzt. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Eidechsengriff. Es ist Zeit für meinen Plan. Ihr helft, indem ihr so viel wie möglich von Romeos Eisachterbahn kaputt macht. Bereit für Eisballflipper? Hey, Geckos Plan könnte funktionieren. Na los, lass uns Eis zerschmettern. Diese Eiszapfenköpfe zerstören meine wundervolle Bahn. Jetzt kann ich nur noch in eine Richtung. Ha, ich werde Romeo zeigen, wie man sich auf dem Eis bewegt. Super Eidechsengriff. Hallo, Romeo. Mit meinem Super Eidechsengriff bin ich besser auf dem Eis als du. Quatsch. Mein Labor wurde von einem Genie erschaffen. Von mir. Also ist es unmöglich, das mini-hirnige Muttersöhnchen es besiegen. Das wollen wir erst mal sehen. Los, Gecko! Mich kriegst du nie. Super Gecko Muskeln! Romeo. Ja! Zeit für eure Enteisung, PJ Masks.
ja! Juhu. Gute Arbeit, Gecko. Der Plan war katzenstark. Ja, es tut uns echt leid, dass wir vorhin nicht auf dich gehört haben. Nein, das ist meine Schuld. Wenn ich eine gute Idee habe, muss ich mich dafür einsetzen. Oh. Wo seid ihr? Sieht aus, als wäre Romeo komplett festgeeist. Ihr peinlichen Pyjama-Helden! Ihr müsst mir immer meinen Spaß verderben! Das nächste Mal besiege ich euch, PJ Masks! Also, es ist immer noch viel Eis da. Und wer kann es bis morgen zum Schmelzen bringen? Natürlich wir! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Heute ist es nicht vereist. Wollen wir in den Park gehen? Lasst uns lieber Fahrrad fahren. Aber es wäre doch viel besser, wenn wir... Eigentlich hab ich einen Plan. Gehen wir doch zum Wasserpark. Tolle Idee. Lasst uns gehen. Oh! Ups, da habe ich wohl ein bisschen Eis übersehen. Geckos Superspürsinn. Also die Regeln für das Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel sind ganz einfach. Es gibt zwei Teams und jedes besitzt eine Basis und eine Flagge. Das Team, welches sich die Flagge des anderen Teams schnappt und bei sich aufstellt, hat gewonnen. Noch Fragen? Ja, wieso kannst du so gut zeichnen und ich nur so schlecht? Nicht jeder kann zeichnen, aber jeder von uns kann irgendwas besonders gut. Wie das hier. Cooles Chamäleon, lass mich mal. Ich kann überhaupt keine coolen Sachen. Es gibt viele Dinge, die du kannst und wir nicht. Sicher besiegst du uns beim Schnapp-dir-die-Flagge-Spiel. Ja, vielleicht schaffe ich das. Lass uns in den Park gehen und spielen. Jungs, warum ist da eine Nacht-Ninja-Flagge auf unserem Hauptquartier? Unser Spiel wird warten müssen. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Eulette! Ja! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Wir müssen herausfinden, was Nachtninja vorhat. Zum Gecko-Mobil! Katzenohren! Ich höre Ninjalinos kichern. Eulenaugen! Du hast recht, Catboy, ich sehe sie. Und Nachtninja, sie sind auf unserer Schule. Gut gemacht, ihr Katzenohren und Eulenaugen. Klar, eure Kräfte sind cool. Aber vielleicht besitze ich auch eine extra coole Kraft wie ihr. Meinen Supergecko-Spürsinn. Den hast du noch niemals erwähnt. Was kann der so? Er spürt, wenn Gefahr droht. Es kitzelt mich dann so an meinem Schwanzende. Du kannst also mit deinem Supergecko-Spürsinn fühlen, wenn Nachtninja in der Nähe ist? Genau. Im Übrigen wusste ich schon längst, dass er auf der Schule ist. Und ich wette, mit meinem Gecko-Spürsinn fangen wir ihn auch. Hey, Nachtninja, warum steckt eine Flagge auf unserem Hauptquartier? Weil das eure Basis und die Schule jetzt meine Basis ist. Ich werde der Welt zeigen, dass ich der Beste bei Schnapp dir die Flagge bin. Wer spielt schon mit dir? Ihr, PJ Masks. Oder ich verwandle eure Schule in meine ganz eigene... Nacht-Ninjas! Ninja-Nachtschule! In der Nacht! Und was passiert, wenn wir gewinnen? Keine Chance. Aber wenn ihr gewinnt, verlasse ich eure Schule. Wenn ihr allerdings verliert, bleibe ich hier und kriege euer Hauptquartier. Niemals! Vergiss es! Wir sind dabei! Wer die Flagge der anderen klaut und zur eigenen Basis bringt, gewinnt! Hey! Mit meinem Gecko-Spürsinn werden wir hundertprozentig gewinnen. Das wird total easy peasy exen einfach. Bist du dir sicher mit deinem Super-Gecko-Spürsinn? Du hast noch viele andere echt coole Kräfte. Die sind nicht so gut für Schnapp dir die Flagge. Nicht so gut wie der Gecko-Spürsinn. Der ist perfekt. Bereit, Schnapp dir die Flagge zu spielen, Pyjama-Verlierer? Dann möge das Spiel beginnen. Einer von uns bleibt
Quartier, um auf unsere Flagge aufzupassen. Mit deinen tollen Eulenaugen wärst du perfekt für diese Aufgabe. Und wer geht jetzt zur Schule? Du, Catboy, mit deinen unglaublichen Katzenohren belauschst du Nachtninja. Mit deinen Eulenaugen und meinen Katzenohren kommt er niemals unbemerkt an uns vorbei. Ihr vergesst meinen Supergecko-Spürsinn. Er verrät mir, wo Nachtninja ist. Er ist, in der Schule und will sich unsere Flagge schnappen. Das heißt, er passt nicht auf seine auf. Dann können wir sie uns jetzt holen. Ich dachte, dein Supergecko-Spürsinn verrät dir nur, wenn Gefahr naht. Ganz egal, was naht. Er spürt so ziemlich alles. Okay. Los jetzt! Schnappen wir uns seine Flagge! Du bleibst lieber hier und bewachst unsere Flagge. Man weiß ja nie. Wir müssen da an einer Ninjalino-Schulpatrouille vorbei. Aber nicht der Nachtninja. Mein Gecko-Spürsinn hatte recht. Er ist drinnen. Zeit, uns die Flagge zu schnappen. Super Eidechsengriff! Oh, was? Nein! Ha, suchst du mich, Eidechsenfuß? Super Katzentempo! Offenbar hat dein Supergecko-Spürsinn versagt. Super Spürsinn? Oh, bitte! Ich hab mich nicht geirrt. Nachtninja ist in der Schule gewesen. Nur nicht innen drinnen. Du und du, kommt mit mir. Wir müssen eine Flagge klauen gehen. Die anderen bewachen unsere Flagge. Jetzt nimmt er Kurs auf unsere Flagge. Wir müssen Eulette helfen. Ich muss lediglich an Spatzenhirn vorbei. Wie war das? Eidechsenfuß läuft auf den Wald zu. Dann lassen wir ihn doch glauben, dass er mit seinem Superspürsinn richtig liegt. Warum sind wir im Wald? Nachtninja ist sicher im Hauptquartier. Mein Supergecko-Spürsinn verrät mir, dass er in der Nähe ist. Er ist sogar hier. Hab dich! Tut mir leid, Gecko, aber da ist niemand. Vielleicht hast du doch keinen Supergecko-Spürsinn. Super Katzentempo! Was ist hier los? Ich hatte recht, das ist los. Die Klebeklatscher beweisen es. Und jetzt verrät mir mein Supergecko-Spürsinn, dass Nachtninja da lang ist. Komm mit! Diese eingebildete Eidechse glaubt wirklich, dieses Spiel gewinnen zu können. Na, der wird gleich eines Besseren belehrt. Hiya! Mein Supergecko-Spürsinn lag nicht falsch. Ich bin sicher, er ist da lang. Jetzt stecken wir fest. Wir kommen erst weg, wenn wir das Gecko-Mobil entkleben. Das dauert ja eine Ewigkeit. Folge mir. Mein Supergecko-Spürsinn verrät mir, dass sich Nachtninja von hinten an unser Hauptquartier anschleicht. Von der anderen Seite des Sees? Aber du hast dich schon zweimal geirrt. Noch einen Fehler können wir nicht riskieren. Dann gehe ich eben allein und beweise dir, dass ich recht habe. Warte, wir müssen Eulette helfen, sonst schnappt sich Nachtninja unsere Flagge. Eulette, Gecko ist allein weggerannt. Und wenn ihn Nachtninja erwischt, wir müssen ihn finden. Aber dann bewacht niemand das Hauptquartier. Ich werde den beiden zeigen, dass ich doch einen Super-Gecko-Spürsinn habe. Schlitternde Schlange! Ich klebe fest! Oh nein! Aber hey, Klebeklatscher! Das heißt, mein Super-Gecko-Spürsinn funktioniert! Es gibt ihn! Es gibt ihn wirklich! Oh, bitte! Du hattest keine Ahnung, wo ich war. Ich wusste, wo du hin willst. Ich habe mich die ganze Zeit geirrt. Du bist also nur hierher gekommen, um mir eine Falle zu stellen? Ja, und wenn deine Freunde das Hauptquartier verlassen, um dich zu retten, klaue ich eure Flagge. Da ist er! Er braucht unsere Hilfe! Haltet durch, Gecko! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet. Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier. Nachtninja wird gewinnen. Ich habe gar keinen Supergecko-Spürsinn. Du hast doch schon super coole Kräfte. Wie Supertarnung und Super-Eidechsengriff. Und die sind genauso beeindruckend wie du. Ihr habt recht. Danke, Leute.
springendes Reptil. Das ist der Mega-Miau-Alarm. Er hat unsere Flagge aber noch nicht gewonnen. Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen. Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen. Und ich kann ihn aufhalten. Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir. Hm? Ihr kommt zu spät, PJ Masks. Kommt, Ninjalinos. Ich habe gesiegt. Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy. Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen. Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen. Aber meine Ninjalinos können es. Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Oh. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, Nacht-Ninja. Aber das kann nicht sein. Du warst doch gefangen! Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Super-Gecko-Tarnung abgesetzt haben. Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt. Easy-peasy-Echsen einfach. Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen. Die PJ Masks haben gewonnen! Das ist eure Schuld, Ninjalinos! Ihr habt meine Nacht-Ninjas Ninja-Nachtschule nicht verdient! Böse Schüler! Du hast es geschafft, Gecko. PJ Masks, wir haben toll gewettet. Denn in der Nacht wurde die Schule gerettet! Ich sehe ihn nicht. Kannst du ihn hören? Nein, das ist gar nicht so einfach ohne Eulenaugen oder Katzenohren. Ich habe zwar keinen Super-Gecko-Spürsinn, aber ich spüre einen bevorstehenden Sieg. Meine Basis, Greg hat gewonnen. Wir wussten, du bist der Beste bei Schnapp dir die Flagge. Ja, und du hast es bewiesen. Zweimal. Danke, Leute. Trotzdem seid ihr die Besten. Die besten Freunde aller Zeiten. Zeitlupen-Gecko. Greg, die Glocke hat geläutet. Hä? Seht mal, was ich Tolles mit dem Ball mache. Hey, Ball, komm zurück. Greg, der Lehrer wird jeden Moment hier sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Schaut. Bilde ich mir das nur ein oder läuft er wirklich sehr langsam? Ja, super langsam. Es wird schon dunkel sein, bis er hier ist. Seht, er ist nicht der Einzige, der sich in Zeitlupe bewegt. Was ist hier los? Heute Nacht finden wir es raus. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Eulette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Die Stadt wirkt sehr ruhig. Zu ruhig. Schaut mal! Romeo, was führt er im Schilde? Was es auch ist, wir lassen es ihm nicht durchgehen. Zum Gecko-Mobil! Das ist der Platz. Hat jemand Romeo gesehen? Hey, Kätzchen, nicht so schnell. Geschnallt? Leider nicht. Ach, dann sieh zu. Oh nein, was tut er dieser armen Katze an? Der Katze geht's gut. Sie bewegt sich nur in Zeitlupe. So wie der Lehrer und der Schmetterling heute früh. Romeo benutzt diese Uhr am Labor, um alles langsamer zu machen. Nicht mehr lange.
Gecko, du schleichst dich von hinten an und zerstörst diese Uhr. Eulette und ich lenken ihn ab. Alles klar. Super, Gecko-Tarnung. Warum machst du alles langsamer, Romeo? Die PJ Masks. Das wurde aber auch Zeit. Geschnallt? Zeit. Ich bin heute in Bestform. Das sind Sie in der Tat, Meister. Ach ja, findest du? Ich mache nämlich alles langsamer, weil dann alle zu langsam sind, um mich daran zu hindern, die Welt zu erobern. Und sobald ich meine Uhr im Stadtzentrum abgestellt habe, wird die Explosionswelle jeden treffen und dann sind alle für immer langsam. Cool. Ich bin ein Genie. Habe ich euch doch gesagt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren, das glaube ich nicht, Romeo. Gecko, jetzt! Wo ist er? Jetzt! Jetzt! Gecko! Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist echt cool. Netter Versuch, Schnarchnasen. Ups, er ist entkommen. Was ist passiert, Gecko? Ich habe mir die Katze angesehen. Die ist wirklich cool. Aber Gecko, Romeo ist entkommen. Du musst dich konzentrieren. Macht euch keine Sorgen. Ich habe einen Plan, wie wir ihn aufhalten können. Mit dem Gecko-Mobil haben wir die Möglichkeit, direkt zu Romeos Labor zu fahren, ohne dass er uns sehen kann. Schaut, da ist das Labor. Gecko-Mobil-Tarnung. Hast du auch was? Negativ. Sicher wieder diese PJ Masks. Oh nein, ein Vogel. Husch, Vogel, flieg weg. Na los, los. Sowas sieht man nicht alle Tage. Moment, das sind die PJ Masks. Jetzt habe ich sie endlich. Er kann uns sehen. Gib Gas, Gecko. Seht mal den Vogel. Fliegt er oder sitzt er? Wer weiß. Vergiss den Vogel. Schau. Oh nein. Ich wünsche euch mehr Glück beim nächsten Mal. Wenn Romeo das Stadtzentrum erreicht, macht er die ganze Stadt super langsam. Ihm nach, Gecko! Das klappt nicht. Das Gecko-Mobil fährt nur noch in Zeitlupe. Dann müssen wir Romeo wohl zu Fuß verfolgen. Kommt mit! Müssen wir nicht ins Stadtzentrum fahren? Wozu die Eile? Wir haben doch genug Zeit. Geschnallt. Er gönnt sich eine kleine Pause. Okay, das ist der Plan. Wenn wir uns aufteilen, kann er uns nicht alle langsamer machen. Eulette und ich greifen Romeo direkt an. Und du, Gecko, versteckst dich, bis ich dir das Signal gebe. Alles klar. Diesmal lasse ich mich nicht ablenken. Okay, maximales Tempo. Und jetzt schau zu, Roboter. Nichts ist zu schnell für Romeo. Ein Frisbee in Zeitlupe? Das ist ja abgefahren. Du schon wieder? Gecko, Vorsicht! Lauf! Ah! Ups, nicht schnell genug, Gecko. Ich muss lernen, mich nicht so ablenken zu lassen. Bis dann, PJ Masks. Ich bin unterwegs ins Stadtzentrum. Glaub mir, das wird der Kracher. Alles in Ordnung mit dir? Mir geht's gut. Ich bin nur super langsam. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht so leicht hätte ablenken lassen, hätten wir Romeo schon längst gefangen. Macht lieber ohne mich weiter. Niemals, Gecko. Wir sind ein Team. Du hast recht, Catboy. Ich bin langsam, aber wenn ich mich konzentriere, kann ich mithelfen. Dann mal los. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Leute, jemand von euch muss mich tragen, bitte. Eulette, du lenkst Romeo ab und ich kümmere mich mit meiner Super-Gecko-Stärke um diese Uhr. Catboy, wenn es Eulette erwischt, dann liegt es an dir, Romeo abzulenken. Na gut, aber du bewegst dich immer noch in Zeitlupe. Wie willst du da die Uhr erreichen? Keine Sorge, diesmal lasse ich mich durch nichts ablenken. Du
schon wieder? Zeit, dich ein bisschen langsamer zu machen, Piepmatz. Das werden wir noch sehen, Romeo. Diesmal. Ihr habt mich fast erwischt, Meister. Hör auf zu jammern und hilf mir, sie einzufangen. Nur ein bisschen schneller. Mich kriegst du nicht, Roboter. Flatternde Federn! Er hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Superkatzentempo! Hör auf, mich abzulenken! Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super Katzensprung! Jetzt verlangsame ich die ganze Stadt. Oh nein! Leute, das nenne ich eine Party. Oh. Das wird der Kracher. Super Gecko-Muskel. Was? Yay! Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich habe mich nicht ablenken lassen und war rechtzeitig hier oben. Oh-oh. Ja! Ja, Schluss mit langsam! Seht her! Tanzen Go-Go, den Gecko, Go-Go! Los, Gecko! Los, Gecko! Ich hasse diesen Go-Go-Gecko, ihr verflixten PJ Masks! Meine Zeit wird kommen! Meine Zeit wird kommen! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hallo, Greg. Hallo, Leute. Du hast den Ball mitgebracht. Zeigst du uns den Trick? Na, Logo. Aber erst später. Jetzt ist Zeit für Unterricht. Du hast recht. Sehr gut, dass du dich nicht ablenken lässt. Danke. Super langsamer Abklatscher. Ja. Eulette und der verschwundene Zug. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Warum bist du denn so aufgeregt, Herr Meier? Weil der Jahrmarkt eine neue, fantastische Bahn hat. Den fliegenden Achterbahnzug. Ich habe gestern die Testfahrt gesehen. Der war so schnell, das wird sich wie Fliegen anfühlen. Weißt du was? Ich stehe auf schnell. Zoom. 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 Wow, alle Kinder wollen mit diesem Zug fahren. Weil es die schnellste Achterbahn der Welt ist. Na los, wir müssen sie auch testen. Hey, was? Wir waren zuerst hier. Stell dich hinten an. Amaya? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der fliegende Achterbahnzug ist jetzt verschwunden. Wo ist der Zug hin? Der kann doch nicht weg sein. Ich habe mich schon so aufs Fliegen gefreut. Aber wie kann ein ganzer Zug einfach verschwinden? Züge fahren auf Schienen, richtig? Hier gibt's zwar Spiralen und Loopings, aber der Zug fährt trotzdem nur im Kreis. Aber wie kommt er von den Schienen und kann trotzdem weiterfahren? Schaut mal! Sieht aus, als wären da noch mehr Gleise gewesen. Und jetzt sind sie weg. Gleise, die verschwinden. Das war bestimmt ein nächtlicher Schurke. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Greg wird zu Gecko! Ja!
Connor wird zu Catboy. Amaya wird zu DJ Masks! Na los! Zum Eulengleiter! Hey, warte, Eulette! Wenn wir der Spur folgen wollen, müssen wir das am Boden machen. In Ordnung, guter Punkt. Ich möchte doch nur, dass ihr auch mal damit fliegt, Jungs. Schon gut. Dann zum... Katzenflitzer, ich weiß, dann mal los! Sie ist echt ungeduldig, Mann. Komm schon, Jungs, lasst uns los! Rechts, links, da ist nichts. Warte, Eulette. Das sind Abdrücke vom verschwundenen Gleis, weißt du noch? Finden wir dann den Zug, wenn wir denen folgen? Ja, und los, mal los! Das nicht Romeos Labor? Ja, sah so aus, Gecko. Ist hier wie wild rumgesaust. Vielleicht Jungs, ist es... Jungs, vergesst Romeo. Wenn er in seinem Labor ist, kann er doch den Zug nicht fahren. Wir müssen rausfinden, wer ihn fährt. Los! Okay. Hey! Keine Spuren mehr. Und wie finden wir jetzt den Zug? Eulenaugen. Ich sehe etwas weiter da vorne. Etwas Schnelles. Da ist er. Der Zug. Siehst du, ich sagte dir erst schnell. Dann wollen wir mal sehen, wer ihn fährt. Romeo? Na hallo, die Pyjama-Helden. Du bist doch gerade mit deinem Labor gefahren. Das war nicht ich. Niemand fährt mein Labor. Das blöde Teil hatte einen Kurzschluss und hat sich selbstständig gemacht. Zum Glück habe ich diesen superschnellen Zug, um es zurückzuholen. Aber wo kommen diese Schienen her, Romeo? Ganz einfach. Dank meiner Erfindung, dem Turboschienenleger. Der legt Schienen überall hin. Wow, der ist voll cool. Und noch viel cooler ist der andere hinten, der das Ganze wieder einsammelt. Aber Romeo, du brauchst diesen Zug nicht. Wir können dein Labor für dich einfahren. Ich soll diesen Zug aufgeben, sobald ich mein Labor habe? Auf keinen Fall. Mit meinen Laborgeräten kann ich den Zug sogar schneller machen und werde der schnellste Schurke der Welt. Aha, habe ich dich gefunden, Labor. Auf Wiedersehen, Pyjama-Helden. Dieser Zug ist für euch abgefahren. Wir müssen ihn daran hindern, sein Labor einzufangen. Sonst macht er den Zug noch gefährlicher. Alles klar, Eulette. Romeo, wir kommen. Autopilot. Ist ja Wahnsinn! Und wow, der Zug ist wirklich cool! Ha! Ich hab dich fast schon erreicht, du ungezogenes Labor! Ha! Diese Pyjama-Helden können mich nie einholen in ihrer Katzenklapperkiste! Los geht's, Pyjama-Helden! Lasst uns Romeo aufhalten! Super Eulenflügel! Eulette! Wow, ich war fast schon Vogelfutter. Danke, Catboy. Nur keine Eile. Wir werden es schaffen. Hey, schleichen wir uns langsam an ihn ran. So ganz, ganz, ganz sachte. Warum sachte? Lasst uns einfach los. Wow. Eulette! Alles okay. Diese Pyjama-Helden sind doch wohl nicht auf meinem Zug, oder? Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Entschuldigt, Jungs. Sieht aus, als wüsste Romeo, dass wir auf seinem Dach sind. Schon okay. Neue Idee. Wir jagen Romeo gleichzeitig. Er kann uns nicht alle drei aufhalten. Okay, auf drei. Wir springen und rennen. Eins, zwei... Komm schon, Jungs! Eule! Nein, warte!
Geht's dir gut? Ja, tut mir leid. Jedes Mal, wenn du einen Plan hattest, bin ich ohne dich losgestürmt. Und es hat nicht funktioniert. Schon gut. Du hattest dich so darauf gefreut, mit dem Zug zu fahren. Jetzt ist erstmal der Roboterarm dran. Super Gecko-Muskeln! Dafür habe ich jetzt einen Plan. Und damit er klappt, werde ich diesmal warten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Yeah! Ich weiß, dass ihr alle da drin seid, Pyjama-Helden. Aber nicht mehr lange. Schnell, was hast du für einen Plan? Wir stoppen diesen Zug für immer. Und wir werden es gemeinsam tun. Catboy, du springst drauf und schnappst dir ein paar Äste. Gecko, du krabbelst in die Nähe des Turboschienenlegers. Verstanden, Eulett. Dann bin ich an der Reihe. Ich fliege mit den Ästen zu dir und du blockierst damit den Turboschienenleger, sodass der Zug anhält. Ohne Schienen kann der Zug Romeos Labor niemals einholen. Toller Plan, Eulett. Ich glaube, das klappt. Nur solange ich warten kann, bis ihr euren Teil erledigt habt. Los, PJ-Masks! Hä? Ups! Nicht vergessen, Eulett. Keine Eile. Du bist dran, Catboy. Ich werde, ihr wisst schon, warten. Okay, mein Turboschienenleger. Mehr Schienen, mehr Schienen! Super Katzensprung! Ha! Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Locker und lässig. Das war gut, Eulett. Was? Hör auf, du Plagegeist! Zu spät, Romeo. Gecko, los, blockier den Turboschienenleger. Nein! Stoppen. Mein geliebtes Labor, ja, ja, ja. Ich habe vielleicht meinen Zug verloren, aber dich habe ich noch, mein geliebtes Labor. Und jetzt bringen wir den Zug zurück. Das wird alle auf dem Jahrmarkt glücklich machen. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Helden. Hä? Er hat sich nicht mehr für die Hilfe bedankt. Mach dir keinen Kopf, Gecko. Wir haben den fliegenden Achterbahnzug gerettet. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja, los geht's! Es ist gleich soweit! Ich war zwar schon mal auf dem Zug, aber dieses Mal wird's bestimmt noch toller. Ja! Ja! Hey Leute, ihr dürft zuerst. Echt jetzt? Danke, Amaya. Ich warte gern. Viel Spaß dabei! Es geht ziemlich schnell. Riesengecko. Bitte komm, Greg. Hier ist Connor. Ende. Wo ist nur mein Walkie-Talkie hin? Ja. Eklig. Bitte komm, Greg. Oh, da ist es ja. Danke, Lionel. Hey, Connor. Oh, warte. Ich meine, hab verstanden. Over. Hey, Greg, was machst du gerade? Zimmer aufräumen. Hier ist ein Riesenchaos. Und meine Mutter lässt mich morgen erst auf die Parade, wenn ich aufgeräumt habe. Die Parade wird der Hammer. Du freust dich sicher schon auf den Eidechsenwagen. Ja, den mag ich am liebsten. Dann räum jetzt lieber mal auf. Ich fahr mit Amaya ins Hauptquartier. Falls Nachtschurken versuchen, uns die Parade zu vermiesen. Ihr fahrt ins Hauptquartier ohne mich? Niemals! Was wird aus deinem Zimmer?
Keine Sorge, das Chaos räume ich nachher auf. Und ich brauche noch meine Kamera für die Parade. Sie muss im Hauptquartier liegen. Ich kann sie hier nirgendwo finden. Okay, PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu Oilette. Ja! Greg wird zu Gecko. Ja! Connor wird zu Catboy. Chaoten? Gecko, hier herrscht genauso ein Chaos wie in deinem Zimmer. Du hast uns doch versprochen, hier aufzuräumen. Richtig, das wollte ich auch noch machen. Später. Hier ist Romeos Schniefopuff und hier sein Verkleinerer. Du solltest sie doch an einen sicheren Ort bringen. Ja, ich weiß, aber... Ist schon gut. Wir passen auf die Parade auf, während du hier aufräumst. Und spiel bloß nicht mit Romeos Apparaten herum. Alles klar. Aber es ist doch kein Spielen, wenn ich den Verkleinerer benutze, um aufzuräumen. Ich bin Romy und sobald ich mein Zimmer aufgeräumt habe, übernehme ich die Weltherrschaft. Ich frage mich, wozu dieser Knopf hier ist. Au! Oh! Schlitternde Schlange! Der ist ja auch zum Supervergrößern! Abgefahren! Hallo Leute! Gecko! Wer hat dir das angetan? Es könnte vielleicht sein, dass mich Romeos Verkleinerer erwischt hat. Aber umgekehrt! Jetzt bin ich groß! Keine Sorge, wir kriegen dich schon wieder auf Normalgröße. Nein! Es ist echt cool, ein Riesengecko zu sein. Ich zeig's jedem, der unsere Parade stören will. Ich bin riesig. Oh, oh, Ärger auf dem Paradenplatz. Luna Girl, zum Katzenflitzer. Ein Schritt für Gecko, ein Riesensprung für den supergroßen Geckosaurus. Yeah! Diese Parade wird mir gehören, Motten. Wir klauen diese Festwagen und machen mich zur Paradenkönigin. Und jetzt bejubelt meine Mondschönheit. Yeah! Flatternde Federn! Was ist da los? Ich bringe euch super schnell zum Paradenplatz. Was? Netter Auftritt, ihr Weltverbesserer. Oh, was ist das? Der Riesengecko, der dich dran hindert, die Festwagen zu klauen. Vor allem den mit der Echse. Das ist mein Liebster. Niemals. Sobald ich sie alle habe, fährt meine Luna-Parade die Hauptstraße runter und weckt alle auf. Schnappt ihn euch, Motten. Boom. Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen. Komm her, Mondbord. Morten, holt die anderen Festwagen und folgt mir. Macht schon, hebt sie hoch, strengt eure Fühler mehr an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie alle aufweckt und gesehen wird. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Warte, ich auch. Und meiner ist groß. Gecko, was machst du da? Ich vergrößere diese Kiste, wenn ich sie nur ein bisschen größer mache. Passen Luna Girl und die Motten perfekt da rein. Oh nein! Oh ja! Schnell, Gecko, schrumpf sie! Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber vorher muss ich nur noch diese Kiste größer machen. Vorsicht! Der große PJ Mask hat gerade einen riesigen Fehler gemacht. Moment, wer braucht schon ein Mondbord, wenn er eine Supermotte hat? Dieser Supervergrößerer gehört mir!
mehr Riesenmotten. Und noch eine Kleinigkeit. Man sieht sich, Eidechsen-Exli. Oh, jetzt bist du nur noch ein klitzekleines Exchen. Was machen wir denn jetzt? Holt euch den Vergrößerer und macht mich wieder groß. Nein, Gecko. Zuerst müssen wir das Chaos beseitigen, das du angerichtet hast. Na gut. Eulette, lass dich von den Motten jagen, bis wir den Supervergrößerer wieder haben. Flieg dann mit ihnen an Gecko vorbei, dann schrumpft er sie. Das macht ihr gut, ihr Riesenmotten. Hey, Motten, ich wette, ihr fangt mich nicht. Was? Nein, komm zurück. Super Katzentempo. Den nehme ich, danke. Und vergiss nicht, Gecko, wenn Eulette mit den Motten vorbeigeflogen kommt, schrumpfst du sie. Alles klar, Catboy. Cool, ich seh mal nach Luna Girl. Wow. Hey, mir ist gerade eingefallen, wie wir Catboys Plan noch besser machen. Hä? Ja. Nicht schon wieder. Ja! Alles in Ordnung, Gecko? Ja. Ich hab gewonnen, ihr Pyjama-Plagegeister. Jetzt gehört die Parade mir, nur mir. Wir müssen die Motten schrumpfen. Das ist unsere einzige Chance. Aber ich hab den Supervergrößerer wieder verloren. Da ist er. Und was machen wir jetzt? Das ist alles meine Schuld. Tut mir leid, dass ich mein Chaos nicht aufgeräumt habe. Ich hab's! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Kra, kra, kra! Sei vorsichtig, Gecko! Tu ja nichts, was sie aufregen könnte! Oh, aber genau das habe ich vor zu tun! Komm her, Vögelchen, mein kleines Vögelchen! Ja! Kra, kra, kra! Catboy, wir müssen Luna Girl einholen! Gut gemacht, Gecko! Oh, oh, hier hätte ich auch aufräumen sollen. Super Gecko-Muskeln! Oh, du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen. Catboy und Eulette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Nicht alle Festwagen, aber dein Lieblingsfestwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondbord! Jetzt haben wir dich, Luna Girl. Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft. Macht Gecko. Aber wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Okay, kein Supervergrößerer mehr. Ich bringe ihn ins Hauptquartier zurück und beseitige dort meine Unordnung. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Oh, hier sieht's ja toll aus, Greg. Hat ewig gedauert, aber jetzt ist alles aufgeräumt und ich bin bereit für die Parade. Oh, oh. Entdeckung! Oh, Lionel hat meine Kamera.
Geckos Spezialstein. Warum gehen wir nochmal ins Museum? Die Magnetsteinausstellung haben wir doch gestern erst gesehen. Ja, schon, aber ich habe dort meinen Spezialstein liegen gelassen. Ich war traurig, wenn er weg ist. Keine Sorge, Greg. Ich habe Fotos gemacht, weißt du noch? Vielleicht sehen wir ihn. Da ist er. Ich habe ihn für dieses Foto kurz weggelegt. Und dann habe ich ihn dort vergessen. Sag, was ist denn so besonders an deinem Spezialstein? War er ein Geschenk oder sowas? Ja, ich habe ihn von meinem Onkel bekommen. Das ist ein super seltener Stein vom Mond. Der ist so cool. Und ich trage ihn seitdem ständig bei mir. Dann gehen wir ihn doch holen. Hä? Wow. Wie kam das denn alles her? Alles ist riesig und echt richtig schwer. Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Es ist sowieso geschlossen, denn alle magnetischen Steine aus der Ausstellung wurden gestern Nacht gestohlen. Oh nein, das heißt dann, dass mein Spezialstein auch gestohlen wurde. Wer würde einen Haufen magnetischer Steine klauen wollen? Vielleicht jemand, der bereits einen Magneten hat. Einen Mondmagneten wie Luna Girl. Natürlich! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Amaya wird zu... Oilette! Greg wird zu... Gecko! Ja! Connor wird zu... Catboy! Die PJ Masks! Kommt schon! Je eher wir Luna Girl finden, desto eher habe ich meinen Spezialstein wieder. Zum Eulengleiter! Oh, was ist da los, Eulette? So wie es aussieht, erzeugt ein Magnetfeld erhebliche Störungen. Ich fliege uns da lieber raus. Nein! Wenn der Mondmagnet das verursacht, führt er uns zu meinem Spezialstein. Wir müssen alle Steine finden, Gecko. Gib dein Bestes, Eulette. Mach ich, aber haltet euch fest, denn hier werden gleich viele Federn gerupft. Wow! Ein Zug in ihrem Mondmagnetstrahl? Sie hat noch nie zuvor etwas so Schweres hochgehoben. Sehen wir uns doch mal an, wie Luna Girl das macht. Oh, toll! Mein Ultramagnet ist jetzt mega super stark. Stark genug, um alles zu kriegen, was ich haben will. Eulenaugen! So ist das also. Luna Girl hat die magnetischen Steine verwendet, um ihren Magneten Turbo stark zu machen. Aber hat sie auch meinen Stein? Ich glaube schon. Ich schnapp mir jetzt den Mondmagneten. Eulenkrallen, ausfahren! Warte, tu das nicht! Mein Spezialstein könnte kaputt gehen. Super Eidechsengriff! Gecko, dein Stein ist nicht so wichtig wie deine Sicherheit. Komm wieder rein. Ich bin sicher mit meinem Super-Eidechsen-Griff. Ich hole mir den Mondmagneten im Vorbeifliegen. Na gut, Gecko. Aber dazu schalte ich den Lautlosflugmodus ein. So können wir uns an Luna Girl anschleichen. Luna Girl, du hast etwas, das mir gehört. Hä? Wie es aussieht, kriegen wir Besuch. Mondenergie, schnapp dir die Pyjama-Plagegeister. Gecko, du hast uns auffliegen lassen. Es tut mir leid. Ich war so wütend, dass Luna bei mir meinen Stein geklaut hat. Gecko, dein Stein ist nur ein Ding. Die Mission ist viel wichtiger. Wir müssen alle Steine wiederfinden. Schon vergessen? Und diesen turbogeladenen Magneten stoppen, bevor... Runter! Ha! Ihr Nulpen habt keine Chance gegen meinen Ultramagneten. Nehmt das! Super Gecko-Tarnung! Gecko, wo bist du? Wir
magnetischen Steine zurückgeben. Gib mir wenigstens meinen wieder. Das ist der Weiße da. Um dann nicht mehr alles zu bekommen, was ich haben will? Niemals! Er ist wirklich was Besonderes. Ha, was Besonderes? Was soll an dem denn so besonders sein? Er ist es eben. Bitte, er stammt direkt vom Mond. Vom Mond? Ich habe eine Idee. Was? Wie meinst du das? Ganz einfach, Katzenklo-Bubi. Wozu brauche ich die anderen Dinge, wenn ich mir den Mond vom Himmel holen kann? Ganz für mich allein. Danke, Eidechsenfuß. Nein, warte, das geht nicht. Das ist dumm und sehr gefährlich. Mir doch egal. Ich will meinen Mond haben. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte sie nicht auf diese Idee bringen. Es ist mir so rausgerutscht. Ist schon gut, Gecko. Aber jetzt müssen wir sie aufhalten. Im Eulengleiter zu fliegen ist zu riskant. Sie kann ihn mit ihrem Turbomagneten angreifen. Keine Sorge, ich habe einen PJ-Plan. Aber du musst dabei mitmachen, Gecko, und darfst nicht deinen Spezialstein suchen. Ich bin dabei, Catboy. Okay, wir sind zu dritt und müssen uns um drei Dinge kümmern. Luna Girl, ihren Magneten und ihre Motten. Und so werden wir es machen. Das ist es. Das ist das Allerbeste. Nur für mich allein. Mondenergie, hol mir den Mond! Ja, mit meinem Ultramagneten wirst du mir gehören. Nur mir. Nicht, wenn die PJ Masks eingreifen. Mein Mondstein! Motten, schafft mir dieses Federvieh vom Hals. Nicht so schnell, Motten. Ich hab die Motten. Und Eulette beschäftigt so lange Luna Girl. Schnapp dir den Magneten, Gecko. Mein Stein. Aber Gecko, das ist nur ein Stein. Der Magnet. Hol dir den Magneten. Oh, er ist doch so nah. Komm, Mondbart, los. Diese dumme Eidechse liebt ihren Stein wirklich sehr. Aber das ist nur ein Stückchen vom Mond. Ich will aber den ganzen. Ihr habt mir dabei geholfen und das alles nur wegen eines Steins. Du hältst mich jetzt nicht mehr auf Eidechsenfuß. Mondenergie, hol den Mond! Ringelndes Reptil, es ist wahr. Ich habe die ganze Mission verdorben, nur wegen eines Dings. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Husch, husch, husch. Puh, danke, Gecko. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können. Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen. Ah, hey! Was ist da los? Der Mondmagnet sollte doch am Mond kleben bleiben. Oh, das tut er auch. An meinem Stückchen Mond. An meinem Spezialstein. Großartige Idee, Gecko. Nicht mehr lange, du grüner Gremlin. Eulenflügelwind. Hey! Schnell, während sie beschäftigt ist, holen wir uns die anderen Magnetsteine wieder. Super Katzensprung. Ich hab ihn. Aufhören, ihr Steindiebe. Wir haben alle Steine. Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl. Ha! Aber noch stark genug, um das hier zu machen. Und ich bin stark genug für das hier. Super Gecko-Muskel! Ah! Und weg mit dir, Luna Girl. Na, das werdet ihr mir büßen! Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört. Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen. Es war wirklich tapfer von dir, deinen Spezialstein zu opfern. Geht's dir auch gut? Ja, aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen. Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum. Das machen wir gemeinsam. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr!
Wieso gehen wir wieder ins Museum? Damit wir dir einen neuen Stein aus dem Geschenkeladen besorgen können. Er wird nicht so einzigartig sein wie dein Mondstein, aber... Oh, danke. Aber es ist okay, keinen Spezialstein zu haben. Das ist nur ein Ding. Und Dinge sind nicht so wichtig. Obwohl mein Stein was ganz Besonderes war. Er hat uns schon geholfen, die Lage zu retten. Vielleicht will ich doch einen neuen. Oder vielleicht nicht. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht nicht. Gut, dass Entscheidungsstärke nicht zu deinen Spezialkräften gehört. Ja, sonst bekämen wir nie was auf die Reihe. Gecko rettet Weihnachten. Oh, Connor. Morgen ist Weihnachten und es hat immer noch nicht geschneit. Aber auch ohne Schnee werden wir eine schöne Zeit haben. Boah, ich kann das nicht. Was ist denn los, Greg? Morgen ist Weihnachten. Freust du dich gar nicht? Nicht übers Eis laufen. Das habe ich noch nie gemacht und ich krieg das auch nicht hin. Wir helfen dir. Na los, versuch's. Eislaufen gehört wie der Baum an Weihnachten dazu. Ja, wie die Lichter und der Weihnachtsschmuck. Welche Lichter und welcher Weihnachtsschmuck? Oh nein, wo ist das alles hin? Wo ist der ganze Baumschmuck? Und das Lametta. Sogar der Stern ist verschwunden. Es war alles so wunderschön und es war so viel. Das kann doch nicht alles weg sein. Jemand muss es letzte Nacht geklaut haben. Aber wie kam dieser jemand da oben ran? Das ist echt hoch. Das werden wir rausfinden. Dafür brauchen wir keine Schlittschuhe. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Es wird Nacht in der Stadt und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen. Ja! Connor wird zu Catboy. Amaya wird zu Oilette. Ja! Greg wird zu Wer auch immer den Weihnachtsschmuck geklaut hat, ist echt weit hochgekommen. Und das müssen wir auch. Also los, zum Eulengleiter. Nicht wahr sein, dann wird niemand etwas zum Auspacken haben. Luna Girl, gib die Geschenke zurück. Sie gehören dir nicht. Vergesst es, ihr Brabis. Das sind meine. Weihnachten ist nur für mich. Mich weg. Hey, schnappen wir uns ihr Mondboard, dann kommt sie nicht mal an die Schornsteine ran. Gute Idee, Gecko. Legen wir los. Ich bring sie auf den Boden zurück. Eulenflügel. Geht's dir gut? Ja. Ich wusste, dass ich das Mondboard nicht fliegen kann. Tut mir leid. Schon okay. Verfolgen wir sie. Der Eulengleiter ist zu groß, um sie da erwischen zu können. Eulette, du fliegst ihr hinterher und wir folgen dir vom Boden aus. Los geht's, los geht's! Hahaha!
Lunagirl! Was? Warum gibst du die Geschenke nicht wieder zurück? Weil ich das nicht will. Hol sie dir doch, wenn du glaubst, du kannst es. Hey, das gehört mir, Spatzenhirn! Nein, 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 nein! PJ Masks, ich brauche mehr Gewicht, um sie nach unten zu ziehen. Super Katzensprung! Hä? Schon wieder die maulende Mieze. Na dann, wollen wir doch mal sehen, ob Katzen immer auf ihren Pfoten landen. Wow! Catboy! Motten! Husch, husch! Nein! Ich komme! Gecko, spring aufs Mondbord und bring es weg von hier! Nochmal damit fliegen? Aber ich kann das nicht! Nur Mut, Gecko! Du kannst es bestimmt! Versuch es einfach nochmal! Wow, schlitternde Schlange! Das ist ja noch schwerer als Eislaufen! Ich schaff das niemals! Gecko! Alles okay? Neue Sachen kann ich nicht gut. Macht nichts. Keine Sorge. Eulette und ich kümmern uns drum. Holen wir Luna Girl ein. Los! Das war's, Luna Girl. Zeit aufzuhören. Zeit für euch aufzuhören. Meinst du? Flatternde Feder. Eulette! Zerfleddert, Eulette, entschuldige. Super Katzensprung! Gecko, Hilfe! Runter von meinem Mondbord! Eulette, was machen wir jetzt? Mir ist zu schwindelig, um jetzt irgendwas zu machen. Und ich kann nicht mehr geradeaus fliegen. Du musst wieder rauf aufs Mondbord und Catboy helfen. Nochmal? Aber ich kann es nicht steuern. Du weißt doch gar nicht, ob du es kannst, weil du immer wieder runterspringst. Du musst es wirklich versuchen. Das schaffst du. Hilfe! Catboy! Du hast recht, Eulette. Ich muss zumindest versuchen, ihn zu retten. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Gecko-Tarnung! Wo ist die einfältige Eidechse hin verschwunden? Was? Woher kommst du denn? Hey! Danke! Das ist meiner! Halte durch, Gecko! Du schaffst es! Gecko, ich verliere den Halt! Zieh mich hoch! Aber wenn ich mich vorbeuge, verliere ich das Gleichgewicht! Warte, ich bringe dich in Sicherheit, versprochen! Ich muss einfach draufbleiben und versuchen, das Teil zu fliegen! Wow! Gecko, Achtung! Das ist irgendwie cool. aber schwierig. Ich muss dranbleiben. Pass auf die Wand. Ja, ringendes Reptil. Wir sind zu hoch. Keine Panik, wir stürzen sonst ab. Genau, ganz ruhig. Ja. Ich bringe es jetzt runter. Langsam. Toll gemacht. Ich wusste, dass du es schaffst. Siehst du? Du musstest es einfach nur versuchen. Ja! Morten! Lasst mich los, ihr Pyjama-Plagegeister! Es ist vorbei, Luna Girl. Ja, wir haben dein Mondbord. Jetzt kannst du keine Geschenke mehr klauen. Oh, das ist nicht fair. Für mich gibt's nie ein richtiges Weihnachten. Da feiere ich immer nur mit mir selbst. Was? Heißt das, dass du an Weihnachten ganz allein bist? Aber das ist ja echt traurig. Hey, warum verbringst du den Weihnachtsabend nicht mit uns? Mit euch? Ja, wir müssen die Geschenke und die Schmucksachen sowieso wieder zurückbringen. Hilf doch mit. Dann sind wir alle zusammen an Weihnachten. Was meinst du? Okay, na gut. Dann spring rauf. Wir retten jetzt Weihnachten. Yay! Ja! Yeah! Geschenk. Ganz toll.
Und du wirst echt richtig gut im Mondbord fliegen, Gecko. Danke. Jetzt, wo ich es drauf hab, mag ich es. Du hast uns sehr geholfen. Also kriegst du dein Board und deinen Magneten zurück. Okay, aber nun müsst ihr wohl gehen. Und damit ist Weihnachten jetzt vorbei für mich. Keine Bange, wir sind noch nicht weg. Wir haben noch etwas zu erledigen. Wow, ist das nicht herrlich, Luna Girl? Kann schon sein. Aber jetzt ist Weihnachten für mich wirklich vorbei. Und ich habe kein einziges Geschenk bekommen. Von wegen, hast du das? Schlittschuhe! Aber ich war noch nie zuvor Eislaufen. Schon okay, ich auch nicht. Aber wir schaffen das schon. Na los, versuchen wir es. PJ Masks ruft laut Hurra! Weihnachten ist gerettet! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Ja! Wow! Hä? Hey, was passiert hier? Endlich schneit's! Weihnachtsschnee! Fang deine Flocke mit der Zunge!